Peace, meine Freunde, was geht? Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und zwar, wie ihr schon im Titelbild entnehmen könnt, reden wir über Son Goku und wie er enttäuscht über sich selbst war im Turnier der Kraft. Ihr fragt euch jetzt, warum er enttäuscht von sich selbst war. Es gab ja keinen Moment, doch gab es. Als Vegeta die neue Form, eher gesagt den Limit Breaker, vom Blue erreicht hat. Vegeta war im Super Saiyan Blue Evo und Goku war im Kaioken-Modus. Und warum hat Goku eigentlich nichts gesagt gehabt, als er gesehen hat, dass Vegeta eine neue Form hat? Warum war er nicht begeistert? Warum hat er keine Miene gezogen? Und warum hat er nichts zu mir gesagt? War der Kampf intensiv? Hat er sich nur auf den Kampf konzentriert und alles war ihm egal? Oder aber auch, er wollte was sagen, hat es aber gelassen, weil er ganz genau wusste, dass Vegeta dann kontern würde mit einem Spruch, den so Goku gar nicht gefallen würde. Was für ein Spruch wäre das? Wer weiß, vielleicht wäre es ein Spruch gewesen, wo Vegeta zu Goku sagt, ich habe eine Form erreicht ohne Hilfe von anderen oder ohne sonstigen. Aber wir wissen alle, bei den beiden ist bei jeder Transformation immer so ein Zwischending gewesen. Son Goku hat diesen Super Saiyan erreicht, in dem Krillin gestorben ist und durch seinen Rage-Moment sauer war, etc. hat er den Super Saiyan erreicht. In Super Saiyan 2 hat Son Goku erreicht, weil und Vegeta hatte nicht diesen Super Saiyan 3. Aber Vegeta war wieder natürlich sauer und vor Wut, dass Son Goku wieder eine Form erreicht hat, die er nicht erreicht hat. Wir haben auch in keiner anderen Folge gesehen, wo Vegeta diese Form erreicht. Wäre schade, ich hätte wirklich Vegeta mal einen dreifachen Super Saiyan gesehen. Wir wissen alle, wie er ist, aber er kommt in keiner Serie oder sonst was vor. Kommen wir jetzt zur vierten Form. Den vierfachen Super Saiyan hat Goku damals erreicht. Und das war in GT. Da hat er noch einen Schwanz gehabt oder sein Schwanz wurde wieder rausgezogen. Und so konnte er dann, als er gegen BBW Vegeta gekämpft hat, zum Wehraffen werden. Pan hat natürlich so ein großes Erinnerungen, ein bisschen aufgefrischt. Und in dem Moment wurde Son Goku zum vierfachen Super Saiyan. Also hingesehen hat Son Goku hier auch wieder Hilfe gehabt von den Kaioshins und vom Pan. Vegeta da, also bei Vegeta war es so, dass Bulma geholfen hatte. Bulma hat eine Maschine gebaut, die so, ich sag mal so, diese Strahlen abgefeuert hat, die Vegeta da zum Wehraffen gemacht hat. Und da hat er von Son Goku Hilfe bekommen. Wer er wirklich ist. Und in diesem Moment hat Vegeta sich erinnert und hat gesagt, er hat recht, ich bin Prinz der Saiyajins, ich hab meinen Stolz und ich muss das schaffen. Dann hat er es geschafft. Also, kann man hier entnehmen, haben die beiden durch Hilfe den Vierfachen erreicht. Kommen wir wieder zu Son Goku. Er hat den Vierfachen Super Saiyan, den Vierfachen, tut mir leid, ich meine Super Saiyan Gott, die rote Form, auch wieder erreicht, indem er Hilfe von anderen bekommen hat. Wenn alle den Film gesehen haben, wissen, dass man 5 Saiyajins braucht, um einen von den Saiyajins zum Super Saiyajin Gott zu machen. Son Goku hat diese Form natürlich erreicht, hat gegen Beerus gekämpft und hat sich dann zum Schluss diese Form eingeeignet. Also im Prinzip hätte er diese Form gar nicht mal benutzen können, weil um diese Form wieder zu erlangen muss, braucht man wieder 5 Saiyajins. Aber Son Goku hat diese Kraft, ich sag mal so,
zu sich zum einen gemacht und hat diese Kraft dann kontrolliert. Bei Vegeta war das auch so, beim Broly-Film, aber dazu mache ich schon ein anderes Video. Da kommt ein extra Video. Und dann gehen wir mal weiter, sage ich mal. Wir gehen jetzt mal zum Super Saiyajin Blue. Die beiden haben die Blue-Form erreicht, indem sie beide trainiert haben, hart trainiert haben. Ist ja auch wohl klar, die waren bei Beerus Planeten. Und diese Form, die kann man nicht einfach nur kriegen, weil man einfach nur sauer ist. Diese Form kriegt man durch harte Training und durch Kontrolle, durchs Ki. Man muss sich komplett auf den Kampf konzentrieren, auf die Situation. Nicht einfach nur denken, ich muss treffen, ich muss gewinnen, sondern in Ruhe. Und muss seine Kraft so bündeln, dass diese Kraft halt daraus entstammt. Ob es so war oder nicht, kann ich euch nicht sagen. Vielleicht weiß der ein oder andere mehr wie ich über diese Bluttransformation. Aber gut. Und Vegeta hatte nicht diesen Super Saiyajin 3. Aber Vegeta war wieder natürlich sauer und vor Wut, dass er wieder eine Form erreicht hat, die er nicht erreicht hat. Wir haben auch in keiner anderen Folge gesehen, wo Vegeta diese Form erreicht. Wäre schade, ich hätte wirklich Vegeta mal einen dreifachen Super Saiyajin gesehen. Wir wissen alle, wie er ist, aber er kommt in keiner Serie oder sonst was vor. Kommen wir jetzt zur vierten Form. Den vierfachen Super Saiyajin hat Goku damals erreicht. Und das war in GT. Da hat er noch einen Schwanz gehabt oder sein Schwanz wurde wieder rausgezogen. Und so konnte er dann, als er gegen Baby Vegeta gekämpft hat, zum Wehraffen werden. Pan hat natürlich so ein großes Erinnerungen, ein bisschen aufgefrischt. Und in dem Moment wurde Son Goku zum vierfachen Super Saiyajin. Also hingesehen hat Son Goku hier auch wieder Hilfe gehabt von den Kaioshins und vom Pan. Vegeta hin da, also bei Vegeta war es so, dass Bulma geholfen hatte. Bulma hat eine Maschine gebaut, die so, ich sag mal so, diese Strahlen abgefeuert hat, die Vegeta da zum Wehraffen gemacht hat. Und da hat er von Son Goku Hilfe bekommen. Wer er wirklich ist. Und in diesem Moment hat Vegeta sich erinnert und hat gesagt, er hat recht, ich bin Prinz der Saiyajins, ich hab meinen Stolz und ich muss das schaffen. Dann hat er es geschafft. Also, kann man hier entnehmen, haben die beiden durch Hilfe den Vierfachen erreicht. Kommen wir wieder zu Son Goku. Er hat den Vierfachen Super Saiyajin, den Vierfachen, tut mir leid, ich meine Super Saiyajin Gott, die rote Form, auch wieder erreicht, indem er Hilfe von anderen bekommen hat. Wie wir, oder eher gesagt, wenn alle den Film gesehen haben, wissen, dass man 5 Saiyajins braucht, um einen von den Saiyajins zum Super Saiyajin Gott zu machen. Son Goku hat diese Form natürlich erreicht, hat gegen gekämpft und hat sich dann zum Schluss diese Form eingeeignet. Also im Prinzip hätte er diese Form gar nicht mal benutzen können, weil um diese Form wieder zu erlangen muss, braucht man wieder 5 Saiyajins. Aber Son Goku hat diese Kraft, ich sag mal so, zu sich zum einen gemacht und hat diese Kraft dann kontrolliert. Bei Vegeta war es auch so, beim Broly-Film, aber dazu mache ich schon ein anderes Video. Da kommt ein extra Video. Und dann gehen wir mal weiter, sage ich mal. Wir gehen jetzt mal zum Super Saiyajin Blue. Die beiden haben die Blue-Form erreicht, indem sie beide trainiert haben, hart trainiert haben. Ist ja auch wohl klar, die waren bei Beerus Planeten. Und diese Form, die kann man nicht einfach nur kriegen, weil man einfach nur sauer ist. Diese Form kriegt man durch harte Training und durch Kontrolle, durchs Ki. Man muss sich komplett auf den Kampf konzentrieren, auf die Situation. Nicht einfach nur denken, ich muss treffen, ich muss gewinnen, sondern in Ruhe. Man muss seine Kraft so bündeln, dass
diese Kraft halt daraus entstammt. Ob es so war oder nicht, kann ich euch nicht sagen. Vielleicht weiß der ein oder andere mehr wie ich über diese Bluttransformation. Aber gut. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo Son Goku die Kaioken mit der Blue kombinierte. Das war, als Universum 7 gegen Universum 6 kämpfte, also Beerus gegen Champa, so gesehen ein Geschwisterkampf. Son Goku hat natürlich gesagt, dass er diese Technik bei Beerus erst einsetzen wollte. Aber hat es doch bei Hit eingesetzt, weil es notwendig war. Als er diese Form dann eingesetzt hat, war Vegeta natürlich wieder sauer und aggressiv, da er diese Form nicht beherrschen kann. Und Son Goku wieder einen Schritt voraus war. Son Goku war ja natürlich froh, dass er diese Form gemeistert hat. Und Vegeta hat natürlich umso mehr gehasst. Vegeta hatte auch eine Wut in sich gehabt, dass Son Goku wieder einen Schritt und einen Schritt weiter ist. Denn ihr wisst ja alle, was Vegeta gesagt hat. Wenn Vegeta einen Schritt macht, macht Son Goku auch einen Schritt. Und so kann er ihn nie einholen. Dann, meine Freunde, kam der Moment, wo Vegeta einen Schritt weiter gemacht hat als Son Goku. Und zwar Blue Evolution. Das war diese Form, die Son Goku nicht erreicht hat. Als die zwei ihre Kraft gebündelt haben gegen Jiren, ist Son Goku in den Blue Kaioken-Modus gegangen und Vegeta hat mit seiner ganzen Kraft gebündelt, die er hatte, und hat den Limit Breaker gesprengt. Son Goku hat nichts gesagt. Und jetzt kommt's, meine Freunde, weil er enttäuscht war. Son Goku war enttäuscht von sich selbst, weil Vegeta diese Form erreicht hat, den Limit Breaker gebrochen hat und Son Goku nicht. Okay, Son Goku beherrscht den Ultra Instinkt, aber den hat er auch nicht alleine geschafft. Und das war ein Moment, wo Vegeta den Limit Breaker von selbst gesprengt hat, ohne irgendwelche Hilfe von irgendwelchen Freunden oder von irgendwelchen Situationen. Das war dieser Moment, wo Son Goku einfach enttäuscht war. Und als Son Gohan gewonnen hat, war Son Goku stolz. Und als Vegeta gesagt hat, was es da zu grinsen gibt, hat Son Goku natürlich gleich wieder in die Miene gezogen, weil er ganz genau wusste, wenn er jetzt was sagt, würde Vegeta wieder sagen, ach da, ich habe eine neue Form erreicht, die du nicht erreicht hast. Und ich würde einen Schritt mehr raus, einen Schritt weiter voraus bin wie du. Son Goku hat sich auch nicht gefreut, als er den Ultra Instinkt erreicht hat. Weil diese Kraft hat er auch nicht von selbst erlangt. Die hat er auch nur gekriegt, weil die Genki-Dama ihm Kraft geliehen hat. Und das ist der Moment, meine Freunde, wo Son Goku nichts zu Vegetas Form gesagt hat. Son Goku hatte viele, viele Hilfen. Hätte Son Goku nicht diese Hilfen von seinen Freunden gehabt, hätte er niemals diese Formen erreichen können. Aber Vegeta war es halt eher weniger, weil man eher weniger Formen besitzt wie Son Goku. Aber Vegeta besitzt eine Form, die Son Goku nicht hat. Und darauf ist Vegeta schon sehr, sehr stolz. Eine Form zu besitzen, den sein ehemaliger Erzfeind, auch jetziger Erzfeind, Son Goku nicht besitzt. Und so ist Son Vegeta glücklich, froh. Und wie Vegeta schon sagte, er kann seinen Ultra-Instinkt haben, mir egal. Ich habe meinen eigenen Weg, den ich gehe, um stärker zu werden. Und das war halt dieser Moment, wo Vegeta den Blue Evolution Limit Breaker hatte. Und ich muss sagen, ich bin auch sehr begeistert und stolz auf Vegeta, dass er eine Form erreicht hat,
wo er von sich selbst kam, wo er gesagt hat, ich bin stolz auf mich, dass ich von selbst, von eigenem Willen, diese Form erreicht hat. Jetzt kann ich meine Freunde noch mehr beschützen. Und so, meine Freunde, würde ich sagen, war es das Video. Ich wollte es nicht in die Länge ziehen. Ich habe noch ein paar Fehler drin, ich weiß, weil ich noch ein bisschen erkältet bin. Ich habe noch Schnupfen. Ich muss zwischendurch mir ein bisschen Luft holen, weil durch die Nase geht einfach nichts mehr raus. Wenn euch das Video gefallen hat, was ich hoffe, würde ich mich auf ein Like freuen. Und kommentiert ihr mal, was denkt ihr, wird Son Goku diese Form auch erreichen können? Oder denkt sich Son Goku, ich konzentriere mich lieber auf den Ultra Instinkt und meistere den? Und was wird Vegeta machen? Wird Vegeta diese Form weiter rausbreiten? Wird es vielleicht irgendwann eine Blue Evolution 2 geben? Wer weiß, es ist noch alles offen. Es ist noch alles offen. Ansonsten, meine Freunde, wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Genießt das Wetter. Macht was mit der Familie. Lasst es euch gut gehen.